a star, forever be my girl. Ah, this is home. Whenever I'm with you, I'm coming home. Ah, this is home. This is where we belong. Welcome home. Welcome home. Dieses kurze Video gibt Ihnen vielleicht einen Eindruck, dass sich die Kundenanforderungen in den letzten Jahren stetig verändert haben für die SBB. Es geht jetzt einfach nicht mehr darum, dass man vom Bahnhof A zum Bahnhof B in einem Ein-Stunden-Takt transportiert wird, sondern es geht um integrierte Mobilität von Tür zu Tür. Und das am besten in einem Viertelstundentakt und mit geringstmöglichen Umstiegszeiten. Und um diese Kundenanforderungen gerecht zu werden, haben wir die Kundenzufriedenheit und Ergebnis und Finanzierung in den Fokus gestellt von unseren Unternehmenszielen. Zufriedene Kunden zahlen einen fairen Preis für unsere Dienstleistung. Und dieses Ergebnis brauchen wir, um in attraktive Dienstleistungen für unsere Kunden und Kunden investieren zu können. Ein Beispiel für diese Investitionen ist der Gotthard-Basistunnel, den wir im Juni 2016 eröffnen werden. Das ist der längste Tunnel der Welt, 57 Kilometer lang. Mit diesem Gotthard-Basistunnel und dem Szenerie-Basistunnel werden wir die Nord-Süd-Achse besser verbinden können und die Reisezeit erheblich verringern können für unsere Kunden. Ein weiteres Beispiel ist die Investition in unser Rollmaterial. Also neben dem Komfort, den wir steigern werden für unsere Kunden, wollen wir auch die Sitzplatzverfügbarkeit, insbesondere in den Hauptverkehrszeiten, deutlich verbessern mit dem neuen Rollmaterial. 2014 war ja ein gutes Jahr für uns. Wir konnten die Anzahl der Passagiere um 3,7% erhöhen und die Güter um mehr als 16% erhöhen. Wir haben es geschafft, ungefähr 1,2 Millionen Passagiere pro Tag zu befördern. Ja, das ist, jetzt müssen Sie, ja, im Verhältnis zu der Schweiz, die Schweiz hat gut 8 Millionen Einwohner, also von daher ist das Verhältnis schon gut, ja. Wir haben es in 2014 geschafft, dass unser Konzernergebnis um gut 150 Millionen gut 150 Millionen zu erhöhen und mit dem Personalbestand von 32.730 Mitarbeitern sind wir der viertgrößte Arbeitgeber in der Schweiz. Gut, das soll es schon gewesen sein zu der SBB. Jetzt geht es eigentlich darum, warum wir hier sind. Also ich werde Ihnen, wie gesagt, jetzt kurz die Ausgangslage schildern und Ihnen aufzeigen, wo wir heute stehen mit unserer Software-as-a-Service-Einführung. In der HR-Strategie bei der SBB ist verankert, dass die Führung gestärkt werden soll. Und eine Maßnahme, um diese Führung zu stärken, ist, die Führungsinstrumente im Management-Development-Bereich zu vereinfachen und zu harmonisieren. Und deswegen sehen wir eine massive Veränderung in der HR-IT-Landschaft bei der SBB. Wir haben dann Ende 2013 uns Gedanken gemacht, wie sieht ein mögliches Sollbild für die SBB aus im Bereich Talentmanagement, integriertes Talentmanagement. Wir sehen eigentlich zwei Alternativen oder zwei Möglichkeiten. Zum einen diese SAP-Hybrid-Architektur, die von SAP auch so vorgeschlagen wird. Das heißt, wir haben das SAP HCM-Backend, wo die administrativen Prozesse drin laufen, Personaladministration, das Org-Management, die Abrechnung und die Zeitwirtschaft. Und die SuccessFactors-Suite wird über das Integration-Add-on verbunden. Der Zugriff auf SuccessFactors erfolgt über das SAP-Portal, natürlich mit Single Sign-On, und das Reporting wird im SAP BW und natürlich auch im SuccessFactors erfolgen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass wir Best-of-Breed Software-as-a-Service-Anwendungen für jeden einzelnen Anwendungsbereich auswählen. Wir haben uns entschieden für Bildung, fürs Bildung und für das Nachfolgemanagement mit SuccessFactors. Man könnte jetzt Recruiting mit Oracle machen.
Performance Management mit Cornerstones, Kompetenzmanagement noch mit einer anderen Applikation und die strategische Planung, HR-Planung auch noch mit einer anderen Applikation. Jetzt nageln Sie mich nicht fest, wir haben keine Evaluierung gemacht, dass jetzt Oracle für Ihr Recruiting das Beste ist, sondern es ist einfach nur ein Beispiel. Ja, nicht, dass Sie sagen, die SBB wählt jetzt Rekrutierung, wählt Oracle für Rekrutierung, das ist einfach nur ein Beispiel. Aber was dieses Beispiel zeigt, ist die massiven Schnittstellen, die dafür benötigt werden. Ja, es sind Schnittstellen, die immer wieder in das Sub-Backend-System erfolgen müssen und natürlich auch Schnittstellen zwischen den einzelnen Software-as-a-Service-Komponenten. Und die Komplexität ist ja massiv. Von daher haben wir dann die Empfehlung ausgesprochen, dass wir diese SAP-Hybrid-Lösung weiterverfolgen wollen und nur bei großen funktionalen Defiziten oder bei autarken Prozessen, also wenn keine Integration erforderlich ist, kann man von dieser Empfehlung abweichen. Das integrierte Talentmanagement bei der SBB ist sehr, sehr wichtig. Ich habe vorhin kurz gesagt, dass wir die Prozesse, die Harmonisierung der Führungsinstrumente durchführen wollen. Ja? Und wir glauben, wenn eine Prozessintegration, wenn eine hohe Prozessintegration vorliegt, dann ist es auch erforderlich, dass man eine große Anwendungsintegration hat. Ja? Und diese Anwendungsintegration eben nicht über diese Vielzahl von Schnittstellen, sondern die sollte implizit durch die Applikation kommen. So, jetzt möchte ich gerne nochmal kurz aufzeigen, am Beispiel des Kompetenzmanagements, wie der aktuelle Stand ist bei der SBB und wie wir weitergehen. Ich glaube, ich brauche nicht groß diesen Kompetenzmanagement-Cycle Ihnen zu erläutern mit Sollprofil, Ist-Profil und dem Soll-Ist-Vergleich. Aber ich möchte kurz auf diese eine Besonderheit eingehen, das ist diese Phoenix BAV-Datenbank. Und zwar haben wir eine regulatorische Anforderung, dass unsere Lokführer Untersuchungen machen müssen, medizinische Untersuchungen und psychologische Untersuchungen. Und diese Untersuchungsergebnisse werden in dieser Datenbank vom Bundesamt für Verkehr gespeichert. Und wir speichern diese Ergebnisse im SAP-HCM als Qualifikation. So, wie sieht jetzt die Ist-Situation aus? Ist-Situation ist, wir haben das Nachfolgemanagement eingeführt und das Learning eingeführt mit SuccessFactors. Wir haben die SAP-HCM, das SAP-HCM über das Integration-Add-on verknüpft und wir haben noch weitere Schnittstellen gebaut in das SuccessFactors. Wir haben für die Resultate der Personalbeurteilung und für die Resultate aus der Zielvereinbarung für die nichttariflichen Mitarbeiter, die gehen in das Nachfolgemanagement ein, in das Mitarbeiterprofil ein. Und wir haben für das Nachfolgeorganigramm haben wir die Planstellen aus dem SAP-Org-Management noch übernommen. Grundsätzlich ist es jetzt dann so, im SAP-HCM haben wir die ganz normale Integration mit Org-Management, Personaladministration. Hier haben wir diese Phoenix-Datenbank vom Bundesamt für Verkehr, die wir mit den Ist-Qualifikationen im Infotyp 24 koppeln. So wie Sie da jetzt an dieser Folie erkennen können, sind wir noch nicht in dem Soll-Bild. Ja, das fehlen noch einzelne Schritte. Ja. Wir haben den ersten Schritt gemacht, die erste Etappe erreicht. Aber es fehlen noch Komponenten von SuccessFactors und die andere große Frage ist, werden die Kompetenzen zukünftig gepflegt? Ist das im SuccessFactors oder ist das im SAP-HCM? Und wenn wir uns dann dieses Sollbild anschauen mit der Option, dass wir den Qualifikationskatalog im SuccessFactors pflegen, vereinfacht sich natürlich die Darstellung. Wir würden dann einfach nur noch die Qualifikationen zurück übernehmen ins SAP-HCM, weil wir brauchen diese Qualifikationen auch für Personaleinsatzplanungssysteme, die mit dem SAP-HCM verknüpft sind. Und wir müssten diese Schnittstelle von dem BAV müssten wir umhängen für die Qualifikationen in das SuccessFactors. Die andere Alternative ist, dass wir das im SAP-HCM durchführen. Das würde bedeuten, dass wir über das Integration Add-on Qualifikationen in SuccessFactors schieben müssen und auch wieder Qualifikationen herunternehmen. Und ansonsten haben wir
diese einzelne, die Standardintegration im SAP HCM. Diese Folien sehen jetzt vielleicht ein bisschen simpel aus, aber so trivial ist das nicht. Ich glaube, diese Frage oder diese Entscheidung, wo werden die Qualifikationen gepflegt, SuccessFactors und SAP HCM, das ist eine Mammutaufgabe, wo wir noch Zeit investieren müssen, um diese Frage zu beantworten. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, bevor wir das Sollbild erreicht haben, wie gesagt, wir haben die erste Etappe gemacht mit Nachfolgemanagement und Learning, aber bevor wir das Sollbild erreicht haben, wird es sicherlich noch 2 Jahre dauern. So, jetzt darf ich an Herrn Zajong übergeben. Gut. Jetzt habe ich die Ehre. Wenn man sich im Vorfeld überlegt, jetzt habe ich noch 10 Minuten, um Ihnen in 10 Minuten die wesentlichen, auch so ein bisschen Best Practice, Erfahrungen aus der Praxis, was man so erlebt, was vielleicht auch jeder hier hat, vielleicht ein unterschiedliches Interesse, darzustellen in den beiden dann doch etwas umfangreicheren Projekten Einführung SuccessFactors Learning und Nachfolgemanagement. Wie machen wir das? Naja, indem wir im Zeitraffer da jetzt durchgehen. Ich habe Originalfolien aus dem Projekt genommen, sehr schnell, und sage da jetzt nicht die Folien wirklich, wie man sie genutzt hat, sondern was man daraus auf die Kürze lernen kann. Alles andere wird dann vielleicht für den etwas längeren Abend übrig bleiben müssen. Fangen wir mal an. Zeitreise. Das, wovon wir heute alle hier so selbstverständlich reden, gehen Sie mal davon aus, vor 2 Jahren der Schweizer Bundesbahn zu erläutern. Das war die Präsentation, ein Snapshot für den Personalvorstand. Wir legen jetzt die HR-Daten in die Cloud. Ihr müsst die Ersten sein, in der SBB überhaupt jetzt in der Cloud agieren. Ihr als Personaler, das hat nicht nur Begeisterung hervorgerufen. Was man also machen muss, ist einfach Stakeholder-Management, frühzeitig abladen, einholen und vorbereiten. Da kommt was, da kommt vor allen Dingen ein Paradigmawechsel, der ein Stück weit euch auch trennt von wir machen erstmal lange Anforderungen und dann muss IT liefern, sondern es ist ein Paradigmawechsel im ganzen Konzept. Ob der schon komplett durchgezogen ist, ist eine andere Frage, aber zumindest musste man das ja darauf vorbereiten. Danach macht man, wenn Bereitschaft erarbeitet wurde, okay, wir sind bereit, in die Cloud zu gehen, aber macht das überhaupt Sinn für uns? Und dann macht man so eine Abwägung, ganz grob. Na okay, wir haben die Strategievorgabe, SAP in jedem Fall, on-premise, on-demand. Und dann sieht man hier im Fall Learning, war es gar nicht so ganz eindeutig, aber man hat auf alle Fälle gesehen, okay, SAP sagt, go forward ist SuccessFactors. Ist schicker für den Fachbereich, also sagt man, okay, fangen wir an. Ist definitiv möglich, aber dann macht man das im Detail, nochmal so eine Analyse. Nächster Schritt, was heißt das jetzt wirklich konkret, weil wohin geht die Reise? Und dann stellt man, sieht, war das wirklich, man bricht die Anforderungen runter nach einer Vorstudie. Man muss dazu sagen, der Bildungsbereich bei der SBB sind 500 Mitarbeiter. Ich rede jetzt von den Trainingsadministratoren etc., also schon ein sehr großer Trainingsbereich. Und kam eben zu einem interessanten, typisches Ergebnis. Naja, tatsächlich in der Tat, out of the box kriegen wir deutlich mehr mit SuccessFactors abgebildet. Aber auch klar gemacht, Nachteil ist, es gibt eben auch Sachen, die gehen gar nicht. Werden man natürlich dann einfach, also, oder halt mit Workarounds teilweise, aber hier wird man hier, zwar mit Aufwand, aber man könnte bauen, lösen und ein Stück weit mehr die Software den Prozessen anpassen. War so die Quintessenz. Go war dann letzten Endes, wir gehen für SuccessFactors. Machen, jetzt ist die nächste Frage, was machen wir als Projektplan? Es gibt die schlanke, schnelle Einführung, die man auch vorhat, gemäß SuccessFactors-Methodologie. Ja, man kennt das, 3 Iterationen, Workbook. Das geht auch, funktioniert sehr gut, ist große Klasse. Praktisch aber habe ich natürlich drumherum trotzdem das Change-Projekt als solches. Und das dauert dann in dem Fall bei der SBB, eine neue Bildungsorganisation wird aufgebaut, verschiedene Divisionen wachsen zusammen. War es immerhin trotzdem extrem schnell, darf man sagen. Es haben viele am Anfang gar nicht geglaubt, dass es geht. Ja, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, war es dann doch fast ein knappes Jahr. Wenn man sich das anschaut. Zweite Frage ist, ja, okay, gut, wir haben die SuccessFactors-Methodologie für Projekte. Aber die SBB hat ihr Standard-IT-Projektverfahren, Grobkonzept, Detailkonzept, das sich an vielen Stellen auch als sehr wertvoll bewiesen hat, einfach weil es erprobt war. Ja, Projektkreditanträge wurden gestellt, Budgets waren da. Also hat man im Prinzip überlegt, wir haben dann schon eben eine Projektteamorientierung gemacht am Anfang und wir haben die Iterationen in der Realisierung gemacht, aber haben eben Best Practices TTS mit SBB-Projektvorgaben, mit SuccessFactors am Anfang überlegt, wie bauen wir es auf. Bei der SBB war klar, dass der große Bereich erstmal ist Standard Projektvorgehen SBB. Deswegen sind das die Balken auf der linken Seite. Gehen wir weiter. Also es war, ich springe so ein bisschen, aber vielleicht ist dann ja doch für jeden zumindest etwas dabei. Projektorganisation, Arbeitspaket, Übersicht. Das ist speziell noch für Learning. Ja? Und dann sieht man so, jetzt nicht ganz erschrecken, man braucht nicht unbedingt 16 Arbeitspakete. Man hätte die hier auch klassischerweise zu einem Fachkonzept
Prozessgestaltung zusammenfassen können von 2 bis 6. Das war geschuldet, dass wir am Anfang in 2 Monaten praktisch ein Grobkonzept fertig machen mussten. Das ging nur durch Parallelisierung. Hatte ein Risiko, haben wir aber hingekriegt. Trotzdem, um die Sachen kommen Sie ja dann auch bei der SuccessFactors-Einführung nicht drum herum. Sie müssen sich Gedanken machen über Verrechnung. Was ist mit den Begriffen und Übersetzungen? Auch die müssen Sie bewerkstelligen. Die SBB hat teilweise eine sehr eigene Terminologie. Die muss sich dann aber konsistent durchsetzen durch alle Sprachen, die man dies gibt. In der Schweiz immer ein Thema. Konfiguration ist der Klassiker, brauchen wir hin, aber auch das Thema User-Rollenberechtigung. Beim Learning haben Sie eben sehr viele verschiedene Rollen und dann stellt sich auch dann eben SuccessFactors, die gleiche Aufgabe wie On-Premise. Sie müssen dann schon ein sehr sauberes Berechtigungskonzept aufsetzen. Sie müssen auch dort testen, Daten migrieren und wesentlich erst recht Change Management betreiben, um die Gruppe vorzubereiten, Trainingsprojekt machen. Gut, und bereits am Anfang sich Gedanken machen, was kommt am Ende, nämlich nach dem Go-Live, wer übernimmt es, was passiert mit den Usern, die anrufen, Supportmodell aufsetzen. Gute Nachricht, hat funktioniert. An dem Gelb da oben sehen Sie, das ist natürlich ein Screenshot vom Testsystem. Ja. Sieht den Original noch ein bisschen schöner, aber ich kann ja hier nicht original Produktivdaten zeigen. Aber Sie sehen an der Stelle, wir sind live, erfolgreich. Man kann sagen, das Projekt war ein Erfolg. Es hat durch die Bank funktioniert, was insbesondere aufgrund der vielfältigen Änderungen, erstes SuccessFactors-Projekt oder Nachfolgemanagement, so halb zweites, aber erstes großflächiges, mehrere Divisionen, die gerade zusammenwachsen, viele Mitarbeiter, die auf neuen Positionen sitzen. Es ist eigentlich jetzt so, dass das LMS ein erster Baustein ist, um wirklich die Prozesse einheitlich auch in die Organisation zu tragen. Das war eigentlich die große Aufgabe, die dort, kann man jetzt sagen, wo wir live sind, sich abzeichnen, erfolgreich zu sein. Klar, jetzt werden noch ein paar andere Divisionen eingerollt, wir werden sehen. Es kommen noch ein paar Migrationen. Machen wir einen Sprung zum Nachfolgemanagement, das ist noch auf die Schnelle. Ähnliche Geschichten, auffallend hier, gleiche Detailstudie, war aber hier ein sehr eindeutiges Ergebnis, das war dann leicht zu entscheiden beim Nachfolgemanagement. Ja? In dem Moment zumindest von Anforderungen her. Projektplan kann ich jetzt an der Stelle abkürzen, war auch ähnlich, weil Besonderheit, man hat ja bewusst wirklich fast schon als Ersatz der dritten Iteration nicht ein Testing gemacht, sondern war mutig genug, gleich den Piloten zu stürzen. Hat funktioniert. Ja. Das heißt, man ist hier, na gut, man hatte sozusagen auch einen sehr hohen Bedarf, aus manuellen Prozessen rauszukommen und hat sich dann, ist dann sozusagen an der Stelle sehr schnell in den ersten Piloten eingestiegen, um zu merken, okay, kriegen wir es für diesen Zyklus noch, hat funktioniert, Nachfolgemanagement einzuführen. Was heißt das? Am Ende, das heißt, dass man in der Tat in das normale SAP-Portal, wenn man jetzt dann der Mitarbeiter darauf klickt, oder da ist der Manager an der Stelle, oder der Mitarbeiter, findet man hier dann solche Sachen wie eben das Mitarbeiterprofil, das kommt jetzt aus SuccessFactors, oder das Nachfolgeorganigramm, das heißt, der Vorgesetzte findet jetzt aus seinem Standard-SAP-Portal heraus in SuccessFactors, wo stehe ich eigentlich mit meinem Nachfolgemanagement, wo habe ich noch Lücken, wen habe ich wo, wie nominiert. Dazu auch, das kennen Sie als Bild sicherlich, ja, das heißt, ich nur als Beleg, das ist jetzt von der SB, vom Originalsystem, das heißt, wir sind an der Stelle, wir sind live, es ist erfolgreich, das ist die, heißt bei der SBB, MDK, Management Development Konferenz, je nachdem, jedenfalls erstaunlich Englisch drin. Moment, weil der SBB ist halt, man hat ja genug damit zu tun, in einem Meeting gleichzeitig jederzeit von Deutsch auf Französisch theoretisch genau. Zumindest wechseln zu können. Das ist schon auch nicht so ganz trivial. Italienisch war seltener, Gott sei Dank. Ja. Springender Punkt hier ist an der Stelle, muss man aber auch dazu sagen, zur Vorbereitung, das war so einer der Punkte, wo man dann im Projekt, Sie haben gesehen, 100%, im Projekt merkt man dann, naja, so ganz alles war dann doch nicht abbildbar. Und zur Vorbereitung der Konferenz war es zwingend nötig, einen sehr umfangreichen Report zu haben, den der Manager zur Verfügung stellen kann. Ergebnis war dann hier, man hat sich was einfallen lassen, man hat einen sehr umfassenden Custom Report entwickelt, der letzten Endes downloadet, sodass Sie aus SuccessFactors heraus einen super Report haben, der dann in Excel in verschiedenen Tabellen in alle möglichen Formate anbietet. Aber das war dann in der Tat dann eben doch auch wieder eine umfangreiche Entwicklung, das darf man schon so sagen, wenn nicht, würdest du es ja eh sagen. Naja, genau, das war es auf jeden Fall. Gut, aber hat getragen, war also auch immerhin möglich, sagen wir so. Man ist auf eine Stelle gekommen, wo man nur mit dem Standard nicht weiterkam und wir konnten es lösen. Das war die gute Nachricht. Gut, kleiner Punkt auch hier, da beim Nachfolgemanagement hat man sich eher darauf konzentriert, zum Beispiel das Berechtigungskonzept auf Basis, das kennen Sie, vom Support anzusetzen. Das heißt, was ein Level 1 Support braucht, bestimmte Berechtigung, Level 2, 3 weiterführende, weiterreichende. Das sind aber die ähnlichen Gedanken, wie Sie sie auf anderen Projekten kennen. Und jetzt, wenn man ehrlich ist, wie viel Zeit habe ich noch? Vielleicht dann doch noch eine Minute? Ja. Bin ich jetzt zu schnell gewesen in der Panik? Ich verbrauche zu viel Zeit. Na dann kann ich jetzt ja ausführlich werden. Nein, die eigentlichen Lessons kommen ja noch, von daher habe ich jetzt noch 2, das passt eigentlich hervorragend. Das sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick komplex aus.
gibt da ein paar gute und schlechte Nachrichten. Das ist praktisch jetzt der Aufbau der Schnittstellen zwischen SAP und SuccessFactors, wie wir es gemacht haben. Es zeigt eigentlich nur zwei Sachen. Wir haben natürlich das Integrations-Add-on genutzt für den Webservice, wo wir es konnten. Es funktioniert auch. Rund, ist gut. An etlichen Stellen haben wir uns aber dann doch auf den klassischen Flat-Table-Exchange zurückgezogen. War ein paar Stellen sicherer, stabiler. Das Mittel der Wahl. Was ich dann auch immer sage, ist, es zeigt auf der einen Seite, es ist immer noch nicht Plug and Play. Es ist immer noch nicht die Integration, wie wir sie als, wenn man aus SAP-Welt kommt, von SAP her kennt. Noch lange nicht. Andererseits kann man sich ja auch fragen, vor 3-4 Jahren war SuccessFactors Best of Breed, eindeutig, oder ist es heute noch, würde ich sagen, und hat aber damals schon integriert mit SAP. Also wenn man in einem Sales Pitch ging, konnte man sagen, SuccessFactors ist voll integriert. Und wenn man weiß, wie viel Aufwand die SAP betreibt, um jetzt eine komplett nahtlose, saubere Integration zu machen, dann sieht man so ein Stück weit, was der Unterschied ist zwischen sauber technisch integriert und wir sind so Best-of-Breed-mäßig integriert und bauen uns zusammen. Also das, was Thomas vorhin beschrieben hat, ahnt man so ein bisschen. Wenn das jetzt schon aus SAP und SuccessFactors noch Stand heute beste Möglichkeit ist, ahnt man die Probleme, die man hätte, wenn man komplett durch verschiedene Landschaften gehen würde. Ja? Weil das war ja auch, SuccessFactors war ja schon immer mit SAP integriert, muss man auch mal sagen. Gut. Und insbesondere, wenn wir hier sind, wenn die Fortschritte da so weitergehen, sind wir auch zuversichtlich, dass es immer runder wird. Gar keine Frage. Gut, dann glaube ich, überlasse ich jetzt, ich nehme an, Sie wollen die eigentlichen Lessons Learned eher vom Kunden hören als vom Implementierungspartner. Sagt mir mein Gefühl. Genau, kommen wir zu den Lessons Learned. Also das erste Learning, was wir gemacht haben, war, planen Sie genügend Zeit ein für die Vertragsverhandlungen. Ja, bevor Sie das Projekt starten und den Vertrag abschließen mit SuccessFactors. Zum einen, natürlich ist es immer schwierig, mit der Rechtsabteilung, den Datenschutzbeauftragten und den Anwälten von SAP die Termine zu finden, sodass dann immer der Austausch stattfindet. Aber zum anderen hatten wir natürlich auch inhaltliche Diskussionen über die Vertragsbestandteile. Also zum Beispiel war einer der Diskussionspunkte, was passiert mit dem Zugriff von Support-Mitarbeitern, die nicht in Europa sind. Wir unterliegen dem europäischen Datenschutzgesetz und von daher ist das alles okay, dass wir die Daten im Datencenter in St. Leon-Roth hosten. Aber es greifen Mitarbeiter auf unsere Daten zu, die von Indien oder aus den USA herkommen. Und da müssen wir vertraglich regeln, dass der entsprechende Zugriff gestattet wird. Ja, das war zum Beispiel ein Punkt. Ein anderer Punkt war die Auditierung des Datencenters. Ja, wie oft dürfen wir nach St. Leon Roth fahren, unsere IT-Security-Abteilung und ein Audit durchführen? Und ist das kostenpflichtig? Ja, solche Diskussionen haben wir geführt. Und insgesamt hat diese Vertragsverhandlung hat bei uns 4-5 Monate gedauert, bis der Vertrag dann abgeschlossen war. Sicherlich, was ein Lessons Learned ist, wir haben sehr positives Feedback von den Endanwendern über die Usability. Usability ist ein großes Thema bei uns. Wir hatten zum Beispiel ein Projekt, sind wir dabei zu starten und haben wir Anwender gefragt, in welche Richtung es gehen soll. Und die Antwort war von den Anwendern, macht sowas Einfaches wie das Nachfolgemanagement. Und das ist natürlich sehr ermutigend für uns. Dann in Bezug auf die Projektdurchführung, was sehr hilfreich war, war, dass wir auf eine Instanz, SuccessFactors-Instanz, zugreifen konnten, die von einem Implementierungspartner TTS bereitgestellt wurde. So konnten wir dem Fachbereich zeigen, wie sieht die Applikation schon in einem frühen Status im Projekt aus. Und das ist auch sehr, sehr gut angekommen. Dann die nächsten beiden Punkte, Change im HR-Bereich, das hat der Rolf Zajonk angedeutet. Also wir können einfach jetzt nicht mehr entwickeln. Wir kommen aus dem klassischen SAP HCM-Bereich, wo wir viele Eigenentwicklungen gemacht haben. Hier können wir nicht mehr entwickeln. Ja, das ist ein Change, der in den Projekten eine Herausforderung darstellte. Aber auch ein Change bei der IT. Ja, wir sind jetzt nicht mehr eigenverantwortlich in Bezug auf, wir wissen, wie die Applikation funktioniert, wir sind abhängig von dem Implementierungspartner. SuccessFactors, das ist eine Blackbox, wir können das nicht selber konfigurieren, ja, das geht über den Implementierungspartner. Und da sind einige Learnings, die ja auch in IT... Ich hoffe, du hast die Abhängigkeit als dich zu gravieren. Nein, ich sage, das ist wertneutral. dann SuccessFactors bringt
4 Releases pro Jahr raus. Also das heißt, alle 3 Monate gibt es einen Release-Zyklus. Das ist eine Challenge für uns, weil wir wollen nicht alle 3 Monate den Anwendern neue Funktionalitäten zur Verfügung stellen, Testing machen und die Anwender überfordern. Man kann natürlich bei diesen Releases, da gibt es dann Funktionalitäten, die man hinzuschalten kann oder halt eben nicht. Aber es gibt auch einzelne Changes, die direkt mit dem Release kommen, was eine Auswirkung auf den Anwender hat. Ja, also wenn wir jetzt vorstellen würden, wir haben mehrere Software-as-a-Service-Anbieter und alle haben diesen Release-Zyklus, dann sind wir nur noch am Release-Testen und die Funktionalitäten am Ausrollen. Dann die nächsten beiden Punkte sind für mich die wichtigsten Punkte. Ja, Datenintegrität sicherstellen. Es ist so, dass wir noch unterschiedliche Datenmodelle zwischen SAP und SuccessFactors haben. Ja, ich hatte davon gesprochen, dass wir die Planstellen über eine Schnittstelle in das SuccessFactors übernehmen. Das haben wir auch gemacht. Was wir dann aber festgestellt haben, ist, dass die inaktiven Objekte, das heißt die abgegrenzten Objekte im SAP, die nicht mehr gültig sind, die sind nicht rübergekommen. Das heißt, wir mussten noch eine Schnittstelle machen, damit wir das Nachfolgeorganigramm aktualisieren können mit den nur noch gültigen Objekten. Ja, also das ist sicherlich eines der größten Challenges und deswegen haben wir ein bisschen Wert auf diese Schnittstellenthematik gelegt. Diese Datenintegrität sicherzustellen ist die größte Herausforderung aus meiner Sicht von einem SuccessFactors-Projekt. Dann, wir haben jetzt, Sie haben gesehen, wir haben sechs Schnittstellen implementiert. Die alle laufen alle in einer Kette ab. Es ist leider nicht möglich, ein Job-Scheduling durchzuführen. Das heißt, Abhängigkeiten zwischen den Jobs aus dem SAP HCM und den Anträgern von den Jobs im SuccessFactors durchzuführen. Das heißt, wir müssen da mit Zeitpuffern arbeiten. Das ist für mich ein Bereich, wo die Integration noch verbessert werden kann in Bezug auf SAP HCM zu SuccessFactors. Der nächste Punkt ist, SuccessFactors, der Zugriff erfolgt über den Internet Explorer. Eigentlich recht einfach. Aber wenn Sie in Ihrem Unternehmen Internet Explorer einsetzen und Internet Explorer-Einstellungen verändert haben, dann kann es sein, dass einzelne Funktionalitäten nicht mehr so funktionieren, wie von SuccessFactors genau. Und wir hatten diese Erfahrung gemacht, dass wir zum Beispiel auf einmal nicht mehr das Mitarbeiterprofil drucken konnten. Ja, das war aufgrund einer Internet Explorer-Einstellung, die wir eben bei der SBB gemacht haben. Und die konnten wir nicht ändern. Ja, und solche Sachen muss man darauf achten. Und leider ist es so, dass SuccessFactors sagt, Installationsvoraussetzung ist Internet Explorer 8, 9, 10, aber nicht mehr. Ja, und da hatten wir einige Diskussionen in Bezug auf, welche Einstellungen sind denn jetzt wirklich erforderlich. Gut, und in Bezug auf unseren Support Manager ist es sicherlich hilfreich, dass man wöchentliche Abstimmungen hat, sodass man dann die einzelnen Tickets gut verfolgen kann. Das waren im Wesentlichen die Lessons learned aus dem SuccessFactors-Projekt aus meiner Sicht. Applaus